Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Soundcheck! Haben Sie eigentlich irgendwas Neues? Nö. No interest. Untere Lichtsteinbucht. Ja, ah. Ich habe gerade ein bisschen Nasen. Jucken in der Nase. Das blöd ist. Au! Hi! Du Typ da hinten! Na! Ich will dich treffen! Der nervt nicht mehr. Kommt. Vielleicht sollte ich hier eher mit Schild rumlaufen. Oder mit Magie. Er verfehlt. Hi. Du lebst noch. Krummaxt und Seelenstrudel. Okay. Da liegt was? Titanitbrocken. Yay. Kann ich gut gebrauchen. Au! Bist du
Bisschen Heilung muss sein. Du, dein Nebel. Du nervst. Giftstein, okay. Da hätte, dahinter hätte was sein können, aber ist nicht. Hallo, Fackel. Zwei Stück. Oh Mann, das wird... Haha! So macht man das. Für das gleiche will ich volles Leben haben. Arsch. Und das für rostige Münzen. Ich hab keinen Timer angemacht. Oh Mann. Ich rechne mal mit 5 Minuten. Schwabbel, schwabbel, schwabbel. So, ihr. Nimm das. So, Magie ist alle. Ach, die haben was verloren. Hey, da liegt was. Die Age-Scholle war dabei. Oh. Los, weg hier. Und hier rein. Hallo, Spinnen. Haben die mir schon wieder Schaden gemacht? Bin zu unvorsichtig. Haha, dich habe ich gesehen. Erstmal die rechte Tür. Da ist ein rotes Phantom. Oh oh. Oh oh. Au! Du bist ein nerviger Typ.
Wer trinkt, wird gebacksteppt. Drei Heimatknochen, okay. Bank weg, ich will da ran. Sehe deines Helden Goldharz. Giftpfeile, okay. Dass dahinter jemand steht, habe ich gehört. Hier hoch. Bald ist wieder Boss-Time. Und es sieht nach einer Spinne aus. Das ist jetzt kein Spoiler, das sieht man, das weiß man. Ich hab dich gesehen. Ne, so erwisch ich den nicht. Der ist hinter der Säule. Du. Pharaos Wahrheitsverkünder, okay. Triff doch. Man kann die Beine treffen, aber man muss perfekt zielen. Ah, Kopftreffer. Die müssen immer so rumwuseln. Haha. Besonders der da ist schlimm. Nein! Ja, lass dich treffen! Das sind die Wuseler! Lass dich treffen! Komm! Ja. Der muss immer so rumwuseln. Getroffen. Da ist doch ein Bein. Als ob ich nicht sehe, wo Beine sind und wo nicht. Dich habe ich gesehen. Dich treffe ich nicht. Dich treffe ich.
Na, treffe von hier ein paar. Dich auf jeden Fall. Hm. Ja, yeah, auf. Na, die Spinne muss doch irgendwie treffen können. Und das war... Da ist ja noch einer. Na, komm her! Meinst du, ich sehe dich nicht? Warum das jetzt alle? Ich glaube ja. Einfach mal alle weggesnipert. Zwar großer Pfeilverbrauch, aber egal. Da kann ich jemanden rufen, aber ich rufe nicht. Hier brauche ich das nicht. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Da drüben ist doch was. Dämmerungskraut. Ich glaube, hier drunter war noch was. Ein paar Rostuhren, die ich nicht gebrauchen kann. Weil die machen Ausrüstung kaputt. Sonst nichts. Habe ich... Cool. Oh. Yeah. Das muss ich nur einlösen. Und Cutscene. Na, ihr Spinnen? Nun, das nenne ich meine große Spinne. Und eine Spindermarder! Na, was machst du? Er macht den U! Er macht das! Er macht den Laser! Ah, er macht schon wieder einen Laser. Solange er den Laser nur macht, ist es okay.
Na? Oh, er macht den Rambock. Jetzt macht er wieder einen Laser. Blödes Bein. Eigentlich wollte ich eben den Feuer nicht verwenden. Blödes Bein. Oh, da kommen die nächsten Spinnen. Armada. Oh, er macht den Laser. Ne. Warum bin ich eigentlich immer so lahm, wenn ich in der Nähe bin? Und schon wieder diese Spinne. Oh, das hätte schief gehen können. Ja, na. Oh, gut. Oh, Mann. Hallo. Rambock. Bis jetzt ist ja eine Technik gerade bisher so gar nicht angewandt. Okay. Die Spinne ist einfach, wenn man weiß, wie die geht. Das hier wird doch später eine Bewandtnis haben. Die Seele von Freya brauche ich, glaube ich, nicht. Ah, du da. In den Rücken. Lichtstein, Schlüssel, Duftzweig. Duftzweig ist mir wichtig. Wie viel habe ich jetzt? 2, direkt 2. Ich werde auf jeden Fall nochmal zur Lichtsteinbucht zur nochmal zurückgehen. Der Grund ist, die eine Tür habe ich ja noch nicht geöffnet. Ich habe jetzt den Schlüssel davon. Die Seele brauche ich nicht. Seelen zum Leveln gut geeignet.
Also ein bisschen in Belastung auch, habe ich ein bisschen reingesteckt. Und etwas in Wille. Jetzt kann ich eigentlich endlich wieder das da. Und ich habe noch eine Zaubergeschwindigkeit von 114. Ach ja. Muss ja noch eine Essungsflakon-Scherbe abgeben. Hast du was Neues? Nein. Verstärken. Oh, ich habe 4 Glitzer-Sinanit. Jetzt brauche ich 5. Ich habe schon 2 auf 10. So. Ach, ist schon Stufe 10. Gut. Das ist jetzt Stufe 8. Ich gehe erstmal zu... Darf mir ein paar Eisenpfeile mal wiederholen. Weil davon habe ich jetzt nur noch 100 ungefähr. Und ich will mir wieder ein paar holen. So, das habe ich jetzt wieder im Vorrat. Und ich habe mal wieder was nicht gemacht. Das Teil verbrannt. Das mache ich wieder, wenn ich mit Majula bin. Hast du es geschafft, hier reinzuschießen? Dieser Arsch! Dieses Mistvieh da hinten. Hast du noch eins abgeschossen? Komm her.
So, diesmal haben sie mir keinen Schaden zugefügt. Diesmal nicht. Stirb, Spinne. So. Dup-di-dup-di-du. Großen Elite-Scherbe, okay. Was ma- Wo gehst du hin? Banditenaxt, okay. Na kommt! Ach, ist leer! Was haben die denn schon wieder gelassen? Ja, raus hier! Sonst gehen noch meine Sachen kaputt. Bauernhut, okay. So einfach kommt ihr nicht zu mir hin. Ich hab ja schon wieder 10.000 Seelen. So, nun zu dir. Nimm das! Stirb! Menschenbild, danke! Für Menschenbilder bin ich immer zu haben. Na, kommt raus! Waren das alle? Mastodon Großschwert. Na, was ist hier drin? Feuersamen, großer Feuerball und Großschwert des Schwarzen Ritters. Was ich jetzt brauche, ist ein Heimatknochen. So einfach komme ich jetzt nicht hier weg. Und ich sollte jetzt mal langsam mal einen Cut machen, denn ja. Mach ich aber in Majula.
ist mir lieber. Nicht, dass der zwischendurch auf einmal der Verrückte mal wieder vorbeikommt. You've been well. No interest. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part.